Wir sind heute hier bei MDES TV und ich kann euch nur sagen, folgt mal dem Mustafa, der gibt sich total Mühe mit seinen Vlogs. Heute hier, 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC. Ganz klar, ich freue mich auf ein ganz spannendes Spiel, aber der Mustafa, der sammelt ein paar Impressionen. Bin gespannt. Schönen guten Morgen, es ist 9 Uhr und wir sind auf dem Weg von Hannover nach Magdeburg. Dort werden wir Keule treffen, werden gemeinsam zum Stadion gehen. Und ja, mittlerweile ist es jetzt das dritte Mal, dass ich nach Magdeburg gehe oder fahre, besser gesagt. Heute spielen sie gegen Hertha und Hertha hat einen sehr schlechten Saisonstart. Und das letzte Spiel haben sie dennoch 5-0 gewonnen. Und ich kann heute überhaupt nicht einschätzen, wie das Spiel ausgehen wird. Magdeburg ist noch ungeschlagen, mal sehen, ob die Serie weitergehen wird. Wir sind gerade in Magdeburg angekommen. Wechselbonus on top bei Rufnummernmitnahme. Da ist der gute Keule wieder. Wir sind jetzt unterwegs zum Heinz-Kügel-Stadion. Ich wurde auch schon feierlich eingekleidet von Keule. Hat mir seinen Schal mitgebracht. Und der Marcel ist auch neben uns. Jetzt geht's erstmal weiter. Ja, ich bin der Christian. Hallo. Ich bin Marcel. Marcel. Marcel aus Magdeburg, genau. So. Ich weiß ja, wer heute neben uns ist, aber stellt euch mal bitte nochmal vor. Ja, ich bin Marcel. Und ich bin Keule. Ja, heute ist der Thorsten Roder neben uns, der Stadionsprecher vom FC Magdeburg. Er macht das schon seit 25 Jahren. So, und wir fragen uns, wie er das Spiel heute tippt. Thorsten, was tippst du für heute? Wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Aber ich bin überzeugt, die alte Dame, die geht noch humpeliger nach Hause. Ganz klar, es ist 3-1. Ich tippe auf ein 3-1 für Magdeburg. Ich denke mal, dass wir das überlegen gewinnen werden. Ich bin guter Dinge. Ich denke mal, so ein 3-1 wäre heute drin. Ja. 3-1. Ich denke, es wird ein schönes 4-4. Ja, wir brauchen schön viele Tore, damit es nicht so langweilig wird auf der Tribüne, damit man beide Fangruppen sieht, wie die schön ausrasten. Ich glaube, das ist gut. Du bist übrigens der Erste, der jetzt kein 3-1 getippt hat für Magdeburg. So, ich mache mal direkt weiter. Keule, was sagst du? Es tut mir ein bisschen weh, aber ich glaube, es geht heute 2-2 aus. Und ich glaube, Čeka macht irgendwie in den letzten 10 Minuten ein entscheidendes Tor. Aber das... Also ich würde mich mehr über einen Magdeburg-Sieg freuen, aber ich glaube eher, es geht unentschieden heute aus. Und was meinst du, wer wird heute die Tore schießen? Ach, Lukas Schuler. Und dann mal schauen, wer noch so bereit ist, heute den Ball hinter die Linie zu drücken. Letztendlich ist es egal. Hauptsache ein schöner Sieg, schönes Heimspiel und dann wird's schick. Ja. Ich glaube, dass heute Schuler wieder ein Tor schießt, dass Artig ein Tor schießt. Und ich glaube, dass sogar ein Eigentor von Hertha passieren wird. Ja, auf jeden Fall das 1-0 wieder der Schuler. Und dann mal gucken, vielleicht Artig, Ito noch in der zweiten Halbzeit. Ich denke... Das passt heute. Der Schuler ist momentan sehr, sehr gut, aber ich glaube, er macht heute leider kein Tor. Ich denke, er Barisch-Artig macht sogar ein Tor. Auf Magdeburgs Seite denke ich, Schuler ist wirklich gut drauf. Ja. Der Barisch-Artig hat immer ein Tor verdient. Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft. Und auf der anderen Seite muss es einfach ein Dardai sein. Einer von den Vieren. Einer von den Vieren. So, hast du vielleicht eine Message an die Hertha-Fans, die heute hier sind? Ja, ich wünsche allen Hertha-Fans viel Spaß beim Spiel und dass wir vielleicht was Kleines, Zählbares mitnehmen. Gewinnen muss nicht unbedingt sein. In meiner Brust steckt auch Magdeburg ein bisschen mit drin. Deswegen, Punkt ist gut für beide. Ich hoffe, dass alles friedlich bleibt. Sie sollen Pyrotechnik, sie sollen Fängesänge und sowas alles. Aber ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Geht alles im Rahmen. Dass es ein schöner Nachmittag wird. Also an die Berliner, heute gibt es keine Punkte, ja? Sollen auf jeden Fall gut nach Hause kommen, Stimmung machen, das ist wichtig, aber alles fair sein. Ja, das ist natürlich im Vorfeld des Spiels jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ja der Wunsch Vater des Gedankens ist, dass wir gewinnen. Sollten wir gewinnen, ja, dann fahrt nicht so allzu traurig nach Hause. In Magdeburg haben schon ganz andere verloren. Solltet ihr gewinnen, na gut, dann hat eben der bessere wahrscheinlich gewonnen, dann ist das so. Und ansonsten freue ich mich, dass wir die Hauptstädter hier zu Besuch haben, zu einem Punktspiel. Hertha BSC ist schon klasse, also ich glaube, das wird ein tolles Spiel. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, wir sind jetzt durch die Kontrolle und wir geben uns langsam jetzt unseren Plätzen. Schaut euch mal die Wäsche an hier. Sieht phänomenal aus.
Keule weiß, wo es lang geht. Er führt uns jetzt zu unseren Plätzen. Alles voller Rauch. Man kann gar nichts sehen. Was geht denn ab, Alter? Was geht denn hier ab? Und der Support hört nicht auf. Aber die Spiel war so geil, das macht einfach so Spaß.
zuzuschauen seit der ersten Minute. Jetzt ja. Der gute Mann hat viel zu viel getippt. Die erste Halbzeit endet mit einer 3-2-Führung für Hertha BSC. Ich muss sagen, das Spiel ist noch sehr offen. Es kann noch alles passieren. Aber was sehr positiv ist, ist auf jeden Fall beide Fanlager, Magdeburg-Fans, Hertha-Fans, richtig super. Thank you.
auch halten. Hier rein, um die Spiele abzuholen. Du bist doch 5 Sekunden hin. Die Jungen sind ja. 5 Sekunden hin. Auf Schlag an der Platz. Auf Schlag.